Vatertag. Bitte, was soll das sein? Ein Donnerstag im Jahr, an dem die Männer ohne ihre Frauen mit Bollerwagen und Spazierstöcken mit Fahrradklingel losziehen können, um sich zu besaufen? Ein Donnerstag, der für alle frei ist, damit man den Freitag als Brückentag nutzen kann, um seinen Rausch loszuwerden? Was soll das sein, Vatertag? Auch wenn es einige Trinkwillige vielleicht nicht ganz kapieren wollen, der Tag heißt Christi Himmelfahrt. Und das ist deswegen ein Feiertag, weil es ein kirchlicher Feiertag ist, 40 Tage nach Ostern. Ja, 40 Tage, nachdem Jesus auferstanden ist, geht er endgültig wieder zu seinem Vater zurück. Also wenn Vatertag, dann ist das der Vatertag von Jesus. Also noch einmal zum Merken. Die Feiertage. Karfreitag, traurig, da wurde Jesus gekreuzigt. 3 Tage später, Ostern, fröhlich, Jesus ist wieder da. 40 Tage lang zeigt er sich seinen Jüngern. Und dann ist Himmelfahrt. Jesus geht zurück dahin, wo er eigentlich hingehört, nämlich in den Himmel zu seinem Vater. Und jetzt noch was Interessantes. Vor der Himmelfahrt sagte Jesus, damit ihr nicht so allein seid, schicke ich euch den Heiligen Geist. Das hat dann nochmal 10 Tage gedauert. Das heißt, 50 Tage nach Ostern war es dann soweit. Pfingsten. Und was da passierte, war Folgendes. Er kam, der Heilige Geist. Die Jünger saßen im Haus, der Heilige Geist kam. Sie waren Feuer und Flamme. Und was machten sie? Sie gingen raus. Sie gingen raus und fingen an, wie wild zu predigen. Ja? In allen Sprachen. Die Leute verstanden sie. Und verstanden aber nicht, was da los war. Und deswegen dachten sie, hey, wow, das ist eine Gruppe von jungen Männern, die loszieht und die zur falschen Zeit, viel zu früh am Tage bereits, besoffen ist. Und so schließt sich der Kreis zum Vatertag. Schönen Tag noch, bis bald, euer Walli.